Was? Was ist? Wo kommt der jetzt her? Von hinten. Morgen, Jungs. Und Mädels. Wir spielen heute wieder eine weitere Episode. SCP Containment Breach, diesmal eine Zuschauereinsendung. Und zwar ist das die Map Dr. Zombie von LP mit Zombie. Das hat uns schon von einer kleinen Weile geschickt. Langer Name. Ja, passt hier gar nicht mehr rein. Ja. Aber bis jetzt sind wir nicht dazu gekommen, die Map zu spielen, deswegen jetzt für euch. Wir haben keine Zuschauerfrage. Aber wir haben eine sozusagen Question of the Day. Wir wollen wissen, was euer letzter großer Fail war. Und das könnt ihr dann mit dem Hashtag bisschen Fail in die Kommentare schreiben. In Anlehnung an unsere letzten beiden Fail-Episoden. War eigentlich mal interessant. So, wie wir hier den Sheet angucken. Ich hätte eigentlich das Intro skippen können. Ich hoffe, ich hatte das jetzt die Map nicht corrupted. Ja, zuckt wieder so. Ist aufgeregt, glaube ich. Hey, beruhig dich mal, Digga. Der will schießen. Are you deaf or what? Do as I said, just follow me. Oh, jetzt. We're authorized to kill any disobedient subjects, so don't try anything stupid. Okay. Kennen wir ja alles, ne? Jetzt hat der Klosterfrau Melissengeist genommen. Beruhigungstropfen. Ja. Custodian, Stainer, report to Lavatory, C-30. Diese Durchsagen hören sich an wie die Aneinanderreihung von irgendwelchen Zahlen und Wörtern irgendwie so. And you'll probably be fine. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Was ist diesen ganz tiefen Ambient Noise? Gruselig. Das geht ja vor den Lampen das mal, oder? Boah, keine Ahnung. Ah. Don't blink. So, das Intro hätten wir. Hinter dir? Boah, Mauspack. Das gibt's ja nicht. Das ist schon mal normal in der Map. Dass der Raum am Anfang kommt, ja. Die Tür ist noch zu. Nehmen wir den ganzen Shit mal mit. Hat er irgendwas dazu geschrieben zu der Map? Ich glaube nicht, ne. Dann lassen wir uns mal überraschen. Also ich habe jetzt bloß die Map runtergeladen, ich weiß nicht, was er damals dazu geschrieben hat. Weil es ja eben, wie gesagt, schon ein Weilchen her ist. Da ist der Schalter. Schauen wir mal, was er sich für uns hat einfallen lassen. Viele rote Räume. Oh. Ich hab gehört, dass der gespawnt ist. Jetzt so kurz. Ja. Er ist hinter uns, das heißt, er ist nicht vor uns. Ja, hätte aber auch sein können, dass er jetzt in dem Moment, wo man die Tür zumachen, da drin spawnt. Ja, aber wir hören ihn ja noch. Was? Oh nee. Jetzt schon. Das heißt, das Ende ist ziemlich nah, oder? Ich weiß nicht, bei der Alex Game kam die zweite Map, kam der auch ganz am Anfang im ersten Raum. Und es war eine große Map.
oder dazu geschrieben hat, die Komplexität kommt der Random Maps sehr nahe. What the fuck? What's going on? Das war komisch. Hat nicht mal geklärt. Kommt noch. Nee. War da gar nicht drin? Ja. Dr. L lässt grüßen. Raus. Ach, warum denn? Ich mag den eigentlich. Gut. Ah, cool. Haben ja alles, ne? Ja. Ziemlich gut. Dann gibt es nämlich nicht viele andere Möglichkeiten, wie wir weiterkommen. So, also einmal den da. Wenn wir die den. Glocke. Stimmt, die müssen wir auf Rough oder Very Rough. Genau. Tesla Gate disabled. Das ist gut. Ja, ich wurscht, ich komme da durch. Meistens. Meistens. Ja, zu 90% komme ich. Oder mehr als 90%. Du bist schon mal gestorben. Ja, aber. Oh. Das ist nicht so geil. Ah, nochmal. Nochmal. Bei der Gelegenheit. Wow, alle drei getroffen. Ja, drei gehen. Ich finde, es ist schon immer eine Herausforderung, überhaupt eins reinzubekommen. Eigentlich wird es langsam wieder Zeit für ein Update. Oder es dauert wieder ewig und dafür kommt dann wieder eine vierte neue Version, die 1.0. Logisch wäre eigentlich als nächstes eine 1.0. Weil mehr als drei kleine Updates gab es bisher eh nicht, oder? Das klappt ja nicht. Jetzt die nochmal zu einer Level 2 Karte zu machen. Manchmal ist beide nochmal rein. Hätte das andere war eine Level 1, oder? Ne, es war eine Level 2. Ja, jetzt sind ja beide zu Ding-Karte geworden. Mastercards. Verstehst? Scheiße. Ja, dann probieren wir es halt nochmal. Mit der einzelnen. Lassen wir dann die Glocke auf Rough oder Very Rough? Ne, nur, es geht nur auf Rough, okay. Auf Rough stellt, dann soll ein SCP rauskommen. Das Phantom, denke ich, oder? Und was macht das mit uns? Ich weiß es nicht. Oder keine Ahnung. Ist das dann böse? Jetzt haben wir keine Karte. Ja, das kriegt man schon im Laufe. Das ist echt blöd mit diesen Karten. Im Laufe des Tages. Das hat ja eigentlich keinen. Keinen. Es bringt nichts, dass es sich in eine Mastercard verwandelt. Es tut nur unsere Zeit verschwinden eigentlich. Eigentlich schon. Und die Zeit unserer Zuschauer. Macht die Videos noch länger. Das ist ein scheiß Feature. Der soll die Wahrscheinlichkeit mal ändern. Schreib mir ins Forum. Schreib es mal einer ins Forum. Der soll die Wahrscheinlichkeit ändern. Ja, am besten alle. Es ist lustig mit der Mastercard, wenn man es mal gesehen hat, aber. Wir machen einen Thread auf. Schauen wir, wir wollen die Wahrscheinlichkeit für eine höherwertige Keycard erhöhen. Ne? Und dann schreiben alle Zuschauer, ja, ich auch. Dann denkt der Regalist dann, das wollen echt viele, und dann macht er das. 200 wollen das dann. Ja, es bringt halt echt nichts, außer dass wir hier ewig rummachen. Komm schon, bitte. Bitte. Ich möchte jetzt eine gute Keycard haben. Das wird nix. Komm schon. Oh Mann. Ey. Was soll denn der Scheiß? Soll ich mal hier auf 1:1 machen? Und dann würde ich mal auf Fein probieren halt. Dass wir erstmal schrittweise gehen. Mit einer Level 3 Karte kommen wir in die SCP-106 Chamber. Da ist eine Level 4 Karte. Eben, dann tun wir uns halt mal auf normalem, normalen, in Anführungszeichen, normalen Weg Jetzt machen wir wieder auf den. Fortbewegen. Also eine Level 3 auf jeden Fall bräuchten wir. Weil ohne Level 3 kommen wir auch nicht in die nächste Zone. Ja, ja. Klar.
Aber das ist ja auch eine Custom Map. Da kann ja im Prinzip wieder alles passieren. Ich weiß ja nicht, wie er die jetzt die Räume angeordnet hat. Es okay. Passiert immer das gleich. Ich will ja auch nicht so viel Zeit hier rum vertrödeln. 106er hier potenziell spawnen kann. Wir kommen da aus dem Boden. Ja. Jammer, dass wir das gelöscht haben, ey. Das war eigentlich lustig. Haben wir es gelöscht? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war, oder war das, wo wir noch gar nicht aufgenommen haben? Das haben wir ja aufgenommen, aber wir uns dann eben in Zeitlupe angeguckt haben. Ach, stimmt ja. Stimmt. Da kommt er ja. Aus. Also Level 3 habe ich jetzt. So, weiter geht's! Ja. Von da kommen wir her. Da war, glaube ich, Sackgasse. Jawohl. Dann gehe ich jetzt zurück zur letzten Kreuzung. Da war, glaube ich, noch eine Kreuzung. Nutz. What the fuck? Nee. Das hab ich jetzt nicht erwartet, dass der da noch steht. Und normalerweise ist Bonder nicht zweimal an derselben Stelle. Nee. Zufall. So, von da kommen wir her. Ja. Oder? Ja. Da waren wir noch nicht. Aber wieso ist die Tür offen? Passiert. Haben wir da auch. Willst du da echt rein? Du weißt, dass der da sein kann. Okay, da ist er nicht. Ich sehe einmal passiert, aber das war echt heftig. Warum ist der echt offen? Da brauchen wir eine Karte, oder? Ja. Ich mach mal zu. Ja. Das Notenblatt ist entkommen. Das sind alle Türen offen. Das Notenblatt ist ausgebrochen. Schwebt jetzt durch die Ding Foundation. Facility. What the fuck? Wieso sind jetzt beide Türen zu? Hast du gesehen? Ja, du musst nochmal drücken. Ich denke, eine ist jetzt offen, oder? Sind beide offen, oder? Ja. Nee. Alter. Was ist das für ein Fuck? Aber geil war es irgendwie. Voll aussichtslos irgendwie. Oh ja. Das ist auch offen. Geil. Warum auch nicht? Ah, weißt du, warum da offen ist? Da ist ein Event. Da ist offen, damit die Tür zugehen kann. Ja. Nee, da ist, ich habe da mal in den Map Creator geschaut, da kann man einen Haken setzen. Event. Und das ist wahrscheinlich der Haken. Event Door Open. Guck mal. Wir müssen gar nicht durch den Zombie-Tunnel. Ach so, hey, vielleicht ist es der von dem Nine-Tailed Fox. Ach, scheiße, stimmt. Der rennt doch rum. Ja. Ah, das heißt, der ist schon da vorbeigelaufen. Der läuft ja. Der ist jetzt schon am Anfang wahrscheinlich. Zum Anfang zurück, genau. Ja, mal Glück. Und die Tesla Gates hat er auch ausgemacht. Sind die dann eigentlich für immer aus? Ente. Ich glaube, bis wenn du sagst, dass das Tesla Gate wieder enabled ist, höchstens. Da ist die Glocke. Ja, ich wollte gucken, was da ist. Da ist er nicht. Nochmal der Zombie-Tunnel. Zwei Zombie-Tunnels. Ich weiß nicht, da geht's glaube ich zu einer Sackgasse, oder? Scheint so. Aber was ich mich frage, ob man eigentlich, ob man da theoretisch durchkommen könnte, wenn man die Zahlenkombination wüsste, oder ob es einfach unmöglich ist. Geht's da? Ja, das ist auch eine berechtigte Frage. Okay. Weil dann müssen wir nicht immer durch den Tunnel laufen. Soll ich direkt zurück zu Ding? Ja, bitte, mach das mal. Ich will wissen, was passiert. Okay. Ja. Lässig. Spart uns viel Zeit eigentlich. Können wir die Zeit wettmachen, die wir bei 914 verplempert haben. Ja. Hast du dazu gemacht? Ja, da habe ich zugemacht. Okay. Wenn mir das etwas suspekt war. Pass auf, nicht, dass er wieder da drin ist.
Ja, hallo? And the door is open. Aber warum war dann da offen? Ist er da runter? Ja, nicht da runter, oder? Das ist ja ein Geschmack. Tja. Wobei. Nee, da kommen wir her. Das ist der Anfang. Ja. Anfang machen wir hier. Piece of toilet paper. Was? Achso, das war das Phantom, hast du gesehen? Nee, das war nicht. Doch. Immer wenn das Phantom kommt, dann macht es doch. Ja, aber hast du auch was gesehen? Ich hab auch was gesehen. Das sah aus wie die Silhouette von SCP-173. Das verleiben wir uns nochmal Frame by Frame ein, ich sag's dir. Für mich sah es anders aus. Ich glaube, du denkst es nur, weil du erwartet hast, dass es da steht, aber eigentlich sah es anders aus. Nee. Immer wenn diese Halluzination kommt, dann hört man doch dieses Geräusch von der Glocke. Da bauen wir dann eine Zeitlupe ein. Oh. What the fuck? Schnell! Was? Boah! Aber du hast ewig gewartet, oder? Es geht ab. Ah! Ah! Geh weg da! Lauf! Was? Ich kann nichts machen. Strange Bottle. Ah ja, stimmt. Sudden Headache. Jetzt bin ich halt Pocket Dimension. Lebe ich noch? Oder bin ich jetzt tot? Wir sind in der Pocket Dimension und dann tot. Nee, hallo? Wir sind echt da. Das hat mich gerettet. Oh nein, wir bluten. Oh, übelst. Ja. Weiß nicht, bluten wir? Ich glaube schon. Ja, doch, übelst. Scheiße. Wow. So hat er noch nie geblutet. Dann. Periodiert. Verrecken wir bald. Außer wir finden eine Pille, aber. Ich glaube nicht. Aber die Map ist es eigentlich wert, nochmal gespielt zu werden. Oh, da steht irgendwas. Your hair smells so. Was? Super, das kann ich nicht lesen. Du stirbst. Alter, der soll schneller sterben. Das ist ja. Alter! Your hair smells so was? Können wir im Video nochmal anschauen. Ich glaube, das konnte man nicht erkennen. Weak. Scheiße, ja, das will ich mir nicht. Ich spring runter. Wenn ich es noch schaff. Oh. Es wird knapp. Ist man zu sterben jetzt zuerst vom Bloodlust oder? Nee, du schaffst noch runter zu springen. Durch Suicide. Ich bewege mich kaum noch vorwärts, oder? Bringst du die Kante. Doch, du bist schon fast da. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ich schaff's. Yes! Freedom! Erlösung. Ja. Das war's für diese Episode. Fast hätten wir die Glocke wieder reingebracht. Ja, aber nur fast. Aber der Aufbau von der Map ist ziemlich zu unserem Vorteil eigentlich. Mhm. Können wir auch ein bisschen rumexperimentieren. Ja. Nächstes Mal spiele ich die Map nochmal. Stattgegeben. Ja, und dann gibt es die Woche noch Cry of Fear. Ja. Genau. Schreibt uns weiter Zuschauerfragen mit dem Hashtag Zuschauerfrage. Bisschen Fail. Bisschen Fail, Hashtag genau. Erzählt uns eure Fail Stories. Und das war's eigentlich für heute. Ja. Abonnieren, liken, Dingsen. Wisst ihr Bescheid? Tschüss. Ciao.